Wir sitzen hier im Autotaxi des Projektes Unica Agil. Das ist ein Forschungsprojekt und es geht darum, das autonome Fahren der Zukunft zu erforschen. Es ist ein Autotaxi, das hat keine Richtung, es hat keinen Lenker. Man sitzt im Taxi mehr oder weniger wie in einem Eisenbahnwaggon und kann aber da überall sich hin navigieren lassen. Wir haben uns in dem Projekt Unica Agil unter Leitung der RWTH Aachen als Universitäten in Deutschland zusammengeschlossen und ein Fahrzeug von Grund auf gestaltet, entwickelt, das für die zukünftige Mobilität geeignet ist. Und natürlich, gerade bei solchen Mobilitätskonzepten der Zukunft, achten wir auch auf eine möglichst nachhaltige Interieurgestaltung. Das ist das, wo die FH Salzburg ins Spiel kommt. Hier hat der Studiengang Design und Produktmanagement das Interieur Design gestaltet, vom Lichtkonzept, vom Materialkonzept, Farbkonzept, auch vom Arrangement. Und hier ist Haupthighlight eigentlich in diesem Automobil diese Malve. Die Malve ist ein schnell wachsendes Gras, wächst lokal in Salzburg, kann ich jährlich ernten und kann dann zu Platten verarbeitet werden. Die haben eine sehr helle, schöne Optik und die wollten wir auch zeigen. Das heißt, man hat eine sehr kontrastreiche Platte, die man in verschiedenen Stärken pressen kann und die man dann ölen oder lackieren kann und für verschiedenste Anwendungen verwenden kann. Man sieht hier, welche schöne Struktur sich da ergibt. Gras ist insofern auch für die Landwirtschaft sehr interessant, weil es in einer Zeit blüht, wo ansonsten relativ wenig blüht und es deswegen besonders bienenfreundlich gilt. Und die Designer haben die Platten gesehen und haben gesagt, die sind so schön, die haben so eine schöne Struktur, sind so hell und bieten den idealen Kontrast zu dem Interieur, zu dem schwarzen Sitzen, zu dem schwarzen, kontrastreichen Interieur. Und deswegen wollten wir die unbedingt haben und das zeigen wir hier eindrucksvoll. Als Lehrstuhl für Ergonomie waren wir damit beschäftigt, die Fahrzeuge im Innenraum zu gestalten. Haben wir mit der FH Salzburg in diesem Fahrzeug sehr auf einem sehr hohen Niveau hinbekommen und ein wichtiger Punkt für uns war auch, dass die Fahrzeuge von Personen verschiedener Größe gut benutzt werden können. Das gilt sowohl für den Einstieg, man sollte sich nicht zu sehr bücken müssen, also für den Ausstieg ist es genügend Beinfreiheit beispielsweise vorhanden. Besonderen Wert haben wir auf die Sitze gelegt, sodass man auch bei längeren Fahrten komfortabel sitzen kann. Und das ist wichtig, wir sprechen jetzt nicht mehr über ein individuelles Fahrzeug, sondern ein Fahrzeug, das von vielen verschiedenen Personen genutzt wird. Und dazu haben wir ein Kommunikationskonzept entwickelt, Anzeigen, die auf der Außenhaut des Fahrzeuges über Display gezeigt werden, sodass die Fahrgäste wissen, wann ihr Shuttle ankommt. Und ein drittes großes Thema für uns war die Entwicklung der App, mit dem das Fahrzeug geordert werden kann, sodass diese Mobilität gedacht ist vom Bestellvorgang bis zum Aussteigevorgang am Ziel. Ja, und im Interieur haben wir natürlich noch einige versteckte Details. Wir können hier zum Beispiel haben wir jetzt Displays und Kommunikationstools drinnen. Wir haben gegenüber entweder hochgeklappte Sitze für ein Gepäckstück oder runtergeklappt auch Sitze für vier Passagiere. Hier kann man auch, das ist hier verbaut, ein Klapptisch, wo ich meine Getränke hinstellen kann. Wir werden schauen, wie es weitergeht mit der Malve, aber es hat durchaus Potenzial für größere industrielle und bäuerliche Anwendungen. Es ist eine tolle Zusammenarbeit gewesen mit TU München, mit RWTH Aachen. Jetzt beginnt erst die weitere Forschung und es geht weiter. Und auf das freuen wir uns eigentlich alle.